Hallo, liebe Leute, willkommen zurück zu Deadsberries. Wir machen weiter. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ab jetzt bin ich der Meinung, bis auf vielleicht einzelne Szenen, die ich vielleicht gesehen habe, müsste ich es überhaupt nicht mehr kennen. Ich habe den Ton jetzt leiser gestellt, because it's a little bit loud nach wie vor gewesen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Oh, oh. Kurzer Halt! Ich möchte an dieser Stelle kurz etwas erläutern. Folgende Ausgangssituation. Wir haben hier einen Mob. Wir haben hier vorne einen Mob. Und wir haben hier hinten, auch wenn man es nicht sieht, einen Mob. Eines dieser Mobs schleppt eine arme, wehrlose, wenn auch tote Leiche hinter sich her. Wir haben also vier Ziele. Jetzt habe ich ein kleines Rätsel für euch. Welches dieser Ziele wird Kimiko jetzt anschießen? Sehen wir es uns an. Oh, oh. Wie geht's jetzt? Mal im Ernst, der Typ sah aber auch wirklich verdächtig aus, oder? Weiter geht's mit dem Hauptfilm. Oh, oh. Hier geht's ja gleich richtig ab. Wieso hakt es? Es ist nicht so, als wenn... Es ist jetzt echt nicht so, als wenn ich Angst hätte. Moment. Was mich gerade nervt, ich habe gerade total viel Munition, also was heißt viel, aber es sind Schuss umsonst gewesen, die nicht hätten sein müssen. Also ich meine, ich habe jetzt, also nochmal das Ganze. Hallo liebe Freunde, willkommen zurück. Ich habe den Ton etwas leiser gestellt, weil ich immer noch zu leise war und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. What the fuck? Hi. Die haben irgendwie nicht so Lust. Oh, jetzt haben sie doch Lust. Okay. Ich muss es nicht verstehen. Bäm! Stirb! Oh, was zum Geier ist... Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, ich habe das Ding schon wieder falsch. Ich sollte wahrscheinlich... Ja, ich sehe mal wieder ganz toll. Ich sollte wahrscheinlich nicht so nah ran. Ich glaube, es stirbt gerade. Oh nein! Du Mistei! Oh nein! Das ist fies. Und es lebt immer noch. Stirb! Ja. Nein, 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 nein. Oh, ihr dämlichen. Och, Mado. Guckt euch das an. Ne? Och, nö. Das ist doch arschig. Ich hab den... Ich hab nur noch so wenig Muni. Das ist ja mal ganz toll. Schluck. Och, nö. Das ist ja echt prickelnd hier. Oh, dieses Mistei. Ich hätte es vielleicht abschießen sollen, bevor es in diese Eierdinger... Teile, was auch immer, ausrotzt. Oh. Das ist uncool. Ich hoffe, ich finde ein bisschen Muni. Was zum Geier war das denn? Du dämliches Scheißteil, du. Schon wieder was zum Verkaufen. Immerhin. Oh, ey, so ein dämliches Mistvieh. Ich kann es mir jetzt gerade nicht vergleichen. Jeder kennt doch garantiert, wie heißt es? Amagemon? Wie heißt denn dieser? Nee, Independence Day. Ich könnte auf einem Barbecue sein, aber wegen dir und deiner blöden Freunde bin ich hier. Und da regt er sich so auf und tritt, als auf das Vieh ein. Das ist so genial. Bevor ich hier was mache, werde ich jetzt erstmal... Danger. Werde ich jetzt erstmal gucken, ob ich nicht irgendwas finde, weil ich bin... Oh, endlich. Ein bisschen ausgebrannt, muss ich sagen. Ein bisschen wenig Munition habe ich gerade.
Das liegt irgendwie so ganz verdächtig da. Kommt da gar nichts? Ich meine, mir soll das recht sein, aber ein wenig strange ist es schon. Hier, das Vieh ist doch von hier hinten gekommen. Ist hier hinten auch noch was? Irgendwie war das gerade eine... Ich weiß nicht, also erst sind sie abgehauen, dann sind sie doch nicht mehr abgehauen. Ich weiß es nicht. Let's get ready to rumble, hätte ich mal rufen sollen davor. Aber was soll's. Ich hatte doch hier noch irgendwo... Irgendwo hatte ich doch noch gerade was gesehen. Nee, hier auch nicht. Die Tussi babbelt, aber ich verstehe leider nicht, was sie sagt. Lieblingssatz in Resident Evil. Self-Destruction System has been activated. In diesem Fall allerdings... allerdings nicht. Einen Energieknoten. Ich sollte mich freuen, dass ich einen habe, aber... Ich kann mich gerade nicht freuen. Ich habe so wenig Money. Das ist so doof. Deswegen muss ich jetzt erstmal suchen. Ach so, okay. Hau die Scheiße tot. Hau die Scheiße tot. Es ist so geil. Ich meine, oh Himmel, dieses Spiel ist so lustig. Und irgendwie, ich weiß nicht, das Spiel ist auch so, also jetzt, das war so ein bisschen unberechenbar. Sie machen nicht immer dasselbe. Hätte ich, eben habe ich sie abgeknallt, da sind sie weggelaufen. Dann bin ich nochmal hin und habe das nochmal gemacht. Dann sind sie, also nicht geknallt, dann sind sie auf einmal angekommen. Hau ab. Schon ulkig. Oh, ein Medipack. Genial. Das ist für die, für das Ding. Ja, aber was ich gegen diese kleinen Dinger machen soll, das ist immer noch so ein bisschen... LTF meint, ich solle diese strahlenden Dinger nehmen, aber die guten Schüsse dafür benutzen... Schon ein bisschen doof. Aber soll ich so langsam, könnte ich sie... Moment mal, das ist... Boah. Was zum... Ich wollte nicht schießen. Ich wollte nur gucken. Egal. Gelitten. Den einen Schuss werde ich jetzt auch überleben. Oh, ist das doof. Egal. Okay, ich gebe zu. Dieses Geräusch fand ich jetzt schon irgendwie, gut. Weiter geht's. Was ist jetzt los? Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Was? Ich wusste es. Ich wusste es. Fresse. Das Ding lebt noch, Arschloch. Was zum... Jetzt geht's aber ab hier, oder? Nein! Das ist so eine Scheiße. Das Ding ist so... Das ist doch so die Verarsche. Juhu, dieser Cutter ist geil. Bitte Zündung bestätigen. Lad nach, die Kacke! Halt die Fresse! Oh, du dummes Stück. Geil. Ich habe so geahnt, dass das jetzt passiert. Deswegen habe ich dieses Schissding hier ausgerüstet. Oh Gott, war mir das klar. Wow! Fuck, voll daneben. Wie kann man mit so einer fetten Wumme noch daneben treffen? Das schafft nur Kimiko. Sag mal, was ist los? Jetzt mal im Ernst, was ist los? Natürlich. Sag mal. Wie viel Mini-Munition? Oh. Auch nicht gerade berauschend. Ey, wie konnte ich so daneben ziehen? Kann mir das mal einer sagen? Werden gezündet. Yippie-yay, ich habe keine Peilung, was hier abgeht. Ich renne immer so ein bisschen, oh, wie geil das aussieht. Arschlöcher. Sieht sehr, sehr cool aus. Geht das jetzt die ganze Zeit hier so ab? Ich werde schon wieder... Das Ding ist, ja, solange es...
beziehungsweise sobald es so ein bisschen Routine wird, fange ich übelst an zu nuscheln. Das habe ich schon bemerkt. Ey, dieser Arm, wie geil der hier einfach nur steht. Ja, es ist sehr, sehr laut und ich werde jetzt mal meines Weges dahin ziehen und zurückgehen. Oh mein Gott. Hast einen Raum. Oh Mann. Ja, ist gut. Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Yay. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Ja. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Biostadtgerät. Warte, warte. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in tausend Stücke zerreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Na gut. Oh mein Gott. Was eine Folge. Was ein Trubel. Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, dass ich ein bisschen mehr Munition hatte. Mehr oder minder gut, dass ich vorher gesucht habe. Alter Schwede. Also das war jetzt... Wie lange haben wir? 10 Minuten? Ein bisschen können wir noch... Ey, wie nervig das nur war. So viele und mittlerweile schon ziemlich viele unterschiedliche. Vor allem darf ich jetzt zurück durch diese ekelhafte Brühe. Dieses Hin und Her und dieses Zurück ist ein bisschen doof. Ja. Isaac. Isaac. Wo bist du? Ich bin's. Nicole. Ja. Natürlich. Klar. Ich bitte darum. Ich hab das liegen lassen. Oh mein Gott. Plasma. Zum Thema Plasma. Ich habe nur noch recht wenig von dem. Ich würde mal ganz gerne wieder auf das Ding hier umrüsten. Ich habe es immer noch. Ich habe das Falsche genommen. Oh, lalala. Plasma-Cutter, Strahlenkanone. Ja, jetzt habe ich ihn wieder. Wunderbar. Ich bin mir... Ich weiß nicht, ich mag es nicht so gerne, diese ganzen guten Sachen gleich am Anfang wegzuhauen. Ja, wir sind ein bisschen nah dran, ich weiß, was soll's. Hat ja nicht sehr lange gelebt. Im Übrigen, blödes Arschloch. Ja, zum Thema, ich könnte eigentlich mal... Ja, wisst ihr was? Ich werde das so lange cutten, denn das Shop etc. oder? Ich brauche immer so lange. Das gebe ich ja gerne zu. Oje, oje. Safe. Ja, Strahlenzeug habe ich ja theoretisch noch genug. Könnte ich aber auch mal mitnehmen. Ja. Medipack, das kann ich verkaufen. Ja, ganz sicher. Plasma, Plasma, Strahlen. Medipack, Luftkanister. Luftkanister brauche ich eigentlich, oder? Wer weiß, aber den kann ich mal in den Safe machen. Wenn ich ihn brauche, werde ich es schon merken oder eben nicht. Ein Medipack Mittel könnte ich, oder klein? Ist egal. Medipack Plasma Shop Plasma. Ja, komm. Stasepack Energieknoten. Ja, ich könnte mir einen kaufen, aber irgendwie will ich nicht. Ich kaufe mir jetzt erstmal ein bisschen Muni hier. So, mal gucken. Wie sieht's aus gerade? Zum Thema, wie sieht's aus? Ich sehe ein bisschen... Das finde ich ein bisschen schade. Das ist keine... Das ist keine... Nein, das will ich nicht benutzen. Gott, nein. Habe ich hier eine Werkbank? Das ist natürlich das Einzige, was ich jetzt nicht da habe. Klappe, geh mal hin. Aber... Lol. Hä? Aber das habe ich doch mitgenommen. Hm, oder nicht? Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Und schon wieder fange ich an zu nuscheln. Es ist so schlimm. So sorry, wollte ich schon sagen. Es tut mir leid. Ich fange immer an zu nuscheln nach einer Zeit. Oh Mann. Ja, und nochmal speichern. Ich weiß, ich speichere zu viel, aber besser einmal zu viel gespeichert als einmal zu wenig. Und wir dürfen natürlich in die Richtung, aus dem dieses ätzende, ekelhafte Ding kam. Ich möchte mir nur nochmal das kleine Medipack mitnehmen.
ich weiß, das ist so typisch Mädchen. Nee, in Safe. Medipack klein. Nein. Ich brauche bei solchen Sachen immer furchtbar lange, weil ich mir nie so ganz sicher bin, was ich denn mitnehmen soll. Fress. Thanks a lot. Ja, so sieht das Ganze doch wieder angenehmer aus. Bis auf dieses eine dämliche Cutter-Ding, was ein bisschen albern ist, aber naja. Du Schädel. Ach, hier sind wir wieder. Gut. Minipack klein. Gut. Da hätten wir es also wieder drinne. Yay. Geil. Gut. Next one, please. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Das vierte Kapitel dürften wir jetzt haben. Kapitel 3. Kurskorrektur. Abgeschlossen. Ja, wir speichern. Hallo. Ja, wir wollen wirklich speichern. Kapitel 4. Bevorstehende Vernichtung. Ach du Scheiße. Setzen die Chinesen ein, um schneller lesen zu können. Nein, das natürlich nicht, aber... Okay. Isaac, kommen Sie. Ja. Wohin? Kendra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Toll. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber. Sie lügen doch. Augenblick mal, ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Captains. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond out. Okay. Ich wollte nur gucken, ob ich hier nicht irgendwas übersehen habe, aber nein. Ja. Okay, also irgendwie scheint es jetzt so ein bisschen, nein, ein bisschen, ja, aus dem Ruder zu laufen. Hier beschuldigen sie sich schon alle, okay, gegenseitig, ohne Kopf, aber das muss nichts heißen. Hi, was willst du? Ja, kann ich da jetzt durch, oder? Lol, wir machen es einfach, Pech. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Vieh kommt gleich nochmal zurück. Aber das war witzig. Shop. Warum kriege ich hier schon wieder einen Shop? Mal im Ernst, wieso kriege ich hier schon wieder einen Shop? Hm. Ich habe was aufgenommen? Lol. Cool. Sag mal, wann kriege ich eigentlich, wann kriege ich denn mal wieder, einen neuen Anzug? Hier diese Dreier, die hätte ich ganz gerne weg. Das ist irgendwie so ein bisschen doof. Jetzt habe ich schon wieder zu viele kleine dabei, aber andererseits ein bisschen als zu wenig. Okay, lassen wir es dabei. Weg damit. Das Ding da, das war jetzt auch gut, ey. Boom. Ich habe, wie gesagt, ich rechne eigentlich... Oh, yeah. Ich rechne eigentlich damit, dass irgendwas passiert. Geil. Yeah, wie cool. Oh nein. Wartet mal, wenn das jetzt auch ist... Und dann ist registriert. Ich will jetzt nicht schon wieder Sauerstoffscheiße haben. Isaac, Einschlag auf der Brücke, genau zu deinen Füßen. Ich sehe schwere Schäden, die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil. Wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Oho. Toll. Also das sieht doch mal so geil aus hier. Boah. Aber irgendwie, dieser Raum schreit nach Bosskampf. Ich weiß auch nicht warum. Ehrlich, der sieht so... dermaßen nach Bossfight aus. Und Strahlmunition. Ja, das könnte... Oh. Ich habe wirklich keine Ahnung, wann der erste Bosskampf kommt. Ich finde nur, dieser Raum sieht so total danach aus. Aber ich werde jetzt erstmal alles klauen hier. Ich bin so kleptomanisch veranlagt. Was nicht nied- und nagelfest ist, bevor ich hier irgendetwas anfassen werde.
muss ich eigentlich hin? Also es ist schon hier im Raum, okay. Nicht, dass ich jetzt da raus muss und hier, ich dümpel hier als rum. Medipack Mittel. Es gibt irgendeinen Knopf, mit dem ich die Medipacks schnell nehmen kann. Aber jetzt frag mich bitte nicht, welcher das ist. Das weiß ich nämlich leider nicht. Ich werde es halt testen müssen. Das sieht so geil aus. Boah, das sieht richtig genial aus. Ich habe gerade nur ein... Also das Einzige, wovor ich gerade Schiss habe, ist, dass die Luft weggeht. Komm, wir sind jetzt an Bord gegangen. Wiederhole, sind an Bord. Wir werden angegriffen. Was zum Teufel sind das für Kreaturen? Die haben schon fast die gesamte Deckmannschaft umgebracht. Wir brauchen hier dringend Sicherheitsverstärkung. Warum müssen nicht? Wir können sie nicht lange zurückhalten. Okay. Ich finde diesen Raum so edel. Das sieht so geil aus. Das Ding ist, ich bin Mensch, der wäre unglaublich gerne mal im Universum und würde sowas sehen. Also nicht unbedingt einen Meteoritenhagel, der gerade auf uns runtersegelt. Aber das sieht so traumhaft schön aus. Ey, das ist auch typisch Mädchen. In so einem verkackten Horrorspiel noch irgendwas Schönes suchen hier. Das ist, aber es ist auch wirklich hübsch, oder? Ich werde an dieser Stelle jetzt erstmal einen Schluss machen. Und wir sehen dann beim nächsten Mal, was es hier gibt. Außer einen atemberaubend geilen Anblick. Hammerhart. Ich könnte mir das Stunden angucken, das ist schön. Nicht, also schöner Anblick, nicht schön im Sinne von, fuck, wir sind gleich tot, aber es ist schön.